Übrigens, das wollte ich Ihnen noch erzählen. Was erwartet Sie? Bevor ich es vergesse, was nun? Auf, was ein Wort. Einen schönen guten Tag, Detlef Rüsing hier aus dem Dialogzentrum an der Hochschule Osnabrück. Wie immer zu Beginn eines Monats unsere Serie Auf ein Wort, nun also im Mai 2021. Ich will Ihnen kurz erzählen, was war im vergangenen Monat auf dem Blog des Dialogzentrums los, woran arbeiten wir gerade und natürlich, was erwartet Sie im Monat Mai bei uns? Kommen wir zum Monat April, was war da los? Und da war ziemlich viel los. Also zum Ersten, es gab Post aus dem Deutschen Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege. Dort ein spannendes Thema, die haben es genannt, eine Frage des Vertrauens. Also wie können Sie gewiss sein, dass das, was in Leitlinien oder Expertenstandards steht, tatsächlich fundiert ist? Ja, also schauen Sie mal nach auf unserem Blog und lesen Sie erstmal durch. Dann haben wir ein Interview veröffentlicht, das ich mit unserer ehemaligen Mitarbeiterin Frau Vanessa Berndt geführt habe zum Thema Scheinelemente in der Versorgung Demenzerkrankter. Wir haben es genannt, eine Bushaltestelle im Krankenhaus. Sie kennen diese Scheinelemente, Bushaltestellen oder mit Tapeten werden Türen verkleidet und so weiter und so weiter. Alles gut gemeint, die Frage ist auch gut gemacht, also schauen Sie mal. Dann hat der Kollege Müller-Hergel ein Video gemacht zum Thema Ekelgefühle in der Pflege. Ein sehr wichtiges Thema, berührt Menschen in der Pflege jeden Tag, wird aber relativ wenig drüber gesprochen. Zudem haben wir veröffentlicht ein Interview, das ich geführt habe mit Frau Dr. Julia Hartmann von der TU München zum DECIDE-Projekt. Dieses Projekt, im vergangenen Sommer gestartet, kümmert sich um die Reduktion von Psychopharmaka bei Menschen mit Demenz in stationären Einrichtungen, aber auch in Wohngemeinschaften. Das ist dort gestartet, dauert 3 Jahre. Und ich habe mit ihr nicht nur über diese Studie gesprochen, die im Übrigen sehr gut gemacht ist, sondern ich habe mit ihr auch gesprochen überhaupt über Probleme. Wo liegen denn die Probleme, dass es so viel Probleme gibt in der Vergabe von Psychopharmaka? Das ist ja nicht nur, dass Leute zu wenig darüber wissen. Dann hat der Kollege Müller-Hergel noch etwas gemacht zu Wohlbefinden und Lebensqualität, nämlich der Frage nachgegangen auf der Basis einer Studie, inwieweit Neigungen und Präferenzen von Personen damit ein Zusammenspiel und eine wichtige Rolle spielen. Und zu guter Letzt ist wie immer am letzten Donnerstag des Monats die neue Episode unseres Podcasts Wissenstransfer rausgekommen. Und dort habe ich mich besonders nochmal gekümmert um ein Thema. Es heißt ja, dass die Pandemie sich wie ein Brennglas über bestehende Probleme legt oder Probleme aufdeckt. Und ich bin der Frage nachgegangen, die mich beschäftigt, ob es nicht in Wirklichkeit umgekehrt ist, dass die Gefahr besteht, dass die Pandemie die wirklichen Probleme zudeckt. Hören Sie mal rein in unseren Podcast. Woran arbeiten wir gerade aktuell? Wir arbeiten mit Hochdruck daran, unsere Tagung vorzubereiten, die am 3. November stattfinden wird. 3. November, die erste Präsenztagung des Dialogzentrums. Wir hoffen zumindest, dass es diesmal funktioniert. Die letzte musste ja wegen Corona abgesagt werden. Dann führen wir weitere Interviews, spannende Interviews. Zum Beispiel mache ich ein Interview mit Klaus Fussek. Jetzt unterhalte ich mich nicht mit ihm. Ich kenne den Klaus schon sehr lange, mit ihm über seine Person und die Art und Weise, wie er arbeitet, was ja nicht unstrittig ist, gerade in der Pflege-Community. Aber Klaus Fussek war selbst pflegender Angehöriger und bei ihm hat das ziemlich gut geklappt. Und wir gehen einmal der Frage nach, warum das bei ihm gut geklappt hat. Also ich glaube, das wird sehr spannend. Den interviewe ich in diesem Monat. Dann, wir sind in Sachen Social Media noch einen Schritt weiter gegangen. Das Dialogzentrum hat jetzt auch einen Instagram-Kanal. Sie finden uns also bei Instagram und unsere Postings finden Sie bei Instagram. Vielleicht ist das ja Ihre Plattform, auf der Sie sich gerne informieren und unsere Arbeit verfolgen wollen. Dann schauen wir nochmal. In der Dialogakademie gibt es neue Referentinnen, neue Referenten und damit natürlich auch neue Seminare. Zu den Themen Moderation, sehr wichtig, Barbara Klee-Reiter, zum Thema Psychopharmakagabe. Da macht eben jene besagte Frau Dr. Julia Hartmann zusammen mit einer Kollegin ein Online-Seminar in Bälde. Und den Johannes van Dijk habe ich gewonnen. Da geht es um die Selbstbestimmung Demenzerkrankter im Pflegealltag. Ein sehr praktisches Thema. Kommen wir zum Wichtigen, nämlich, was erwartet Sie im Mai 2021?
Es erscheint natürlich wie immer ein neuer Post aus dem DNKP, also aus dem Deutschen Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege. Sie werden in den Genuss kommen eines Interviews oder unserer Serie im Gespräch, in der der Christian Müller-Hergel Dr. Martin Dichter sich mit dem unterhalten hat zum Thema Schlaf und Demenz. Auch sehr spannend. Dann kommt, wie immer, alle drei Monate unser Forschungsnewsletter mit Neuigkeiten aus dem Dialogzentrum, aus der Dialogakademie, aus der Hochschule. Aber vor allem natürlich stellt der Christian wieder 15 Studien vor, aktuelle Studien aus dem Bereich der gerontopsychiatrischen Versorgung. Dann wird es noch einen neuen Lichtblick geben und am Ende des Monats, wie immer, eine neue Folge, nämlich die 18. unseres Podcast Wissenstransfer. Also, es reißt nicht ab. Wir haben ganz viel vor. Wir machen ganz viel. Es macht uns weiterhin große Freude. Wir haben noch ein Jahr Förderung bis zum April des nächsten Jahres. Mal sehen, wie es danach und ob es danach weitergeht. Aber jetzt schauen wir erstmal nur sozusagen in den nächsten und in die nächsten Monate und wollen weiter daran arbeiten. Die Community wächst. Wir haben sehr viel Zuspruch auf unseren Social Media Kanälen und wir hoffen natürlich, dass es so weitergeht. Wenn Sie Wünsche haben, wenn Ihnen etwas gefällt oder nicht gefällt, posten Sie uns das, diskutieren Sie unsere Beiträge und melden Sie sich zu unseren Seminaren an. Ich schaue noch mal einmal. Tja, mehr gibt's im Moment nicht zu sagen. Das war ja auch eigentlich schon genug. Also, diskutieren Sie mit uns, gehen Sie auf unseren Blog www.dzla.de und verfolgen Sie unsere Arbeit. Und ansonsten wünsche ich Ihnen nur das Allerbeste und möchte Ihnen wie immer zum Schluss sagen, machen Sie weiterhin einen Unterschied. Ihr Detlef Rühsing, bis bald. Auf ein Wort.